Hallöchen! Hallo! Ich begrüße, genau, aha, nochmal. Hallöchen, hier der Obi. Hallo! Und hier ist der Erwin. Wir sind wieder bei Division und haben. Obi, ist ja gut, versau mir jetzt meine Anmoderation nicht, verdammt! Das macht er manchmal echt gerne. So, du kommst nicht in jeder Folge vor. Wir wollten jetzt nochmal Modenschau machen. Deswegen gucken wir nochmal, was wir ja so für charakteristische Sachen und so alles reinklatschen können. Hier zum Beispiel ist gerade ein Update reingekommen, alles klar. Jetzt hat er mir gesagt, welche Stufe und ich so alles schon bin. Und ich gucke einfach mal nochmal nach, ob wir nicht noch was finden, was dann noch ein bisschen schicker aussieht. Ja, eine Bommelmütze. Bommelmini steht da. Ach, die ist ja cool. Moderne Ushanka. Die lasse ich erstmal drauf. Die sieht klasse aus. Ihr einfache Hose und Khaki-Hose war klar. Nehmen wir erstmal wieder die andere Hose. Gut, hier war auch nichts Neues. Jacken sind doch welche dazu gekommen. Steh so mehr so auf den Parker. Warte, der will was. Die moderne Militärjacke sieht aber auch nicht schlecht aus. Ja, du mach mal. Ich verstehe die Sprache nicht. Das war ein Asiate. Gut, jetzt sieht cool aus, oder? Und ich habe auch noch was Neues gekriegt. Jetzt sehe ich aber auch wärmer aus als du. Zwei richtig warme Brüder. Eine Winterjacke habe ich gekriegt. Okay. Wir machen mal hier so einen Einsatz. Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Ich nehme wieder die schicke Steppjacke. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Obi, wir haben den gleichen Einsatz und hör dir mal schnell den Dialog an. Wenn du soweit bist. Also, Jessica Candle, ne? Medical, ja, hinter uns. Genau. Hast du den Dialog angehört? Ja. Gut, dann können wir. Laufen wir mal weiter und machen mal eben die nächste Mission. Muss ja hier Rambazamba losgehen, hier, weitergehen. Oh, jetzt hör auf zu meckern, ey. Die sind so paranoid hier überall. Alles klar. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis, als Personal für unsere medizinische Abteilung. Was geht denn hier ab? Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Okay, ich hasse diese Mall. Madison Square Garden, der ist richtig. Sind wir hier richtig? Warte. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ah, alles klar. Komm, guck raus. Aua. Gut, okay. Kaputt. Da oben sind die nächsten. Aber hier liegt schon wieder was. Ich hab nichts gekriegt. Als Zweckbeutel. Was, nix gekriegt? Nein. Beim nächsten Mal. Oh. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Das Sicherheitssystem. Ach, da lang. Ja. Ich scanne gleich nochmal. Man kann ja nie wissen. Obwohl, hier sind wir ja schon richtig. Ja. Machst du das Sicherheitssystem? Ja. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde.
Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Siehst du was? Das Ding läuft mit Windows. Ich sehe ein Bluescreen. Warte. Die Ärztin kriegt gleich richtig Ärger. Okay. Wir müssen die ziemlich schnell rausholen. Hier oben geht's gleich weiter, ne? Ja, klar. Warte, ich positioniere mich. Machst du auf? Ja. Alles klar. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Das ist der Madison Square Garden, ja? Ja, das ist so NBA, Basketball, New York. Das Ding ist gewaltig. Das Ding ist gewaltig, ja. Das ist richtig cool. Das sind die großen Spiele. Okay, warte. Die da hinten. Soll ich schießen? Warte, ich wechsle noch Waffe. Passt auf, dass sie sich nicht anschleichen. Okay. Hi. Warte, noch nicht. Ich hab. Noch nicht. Ich hab noch eine gute Idee. Schleich mich einfach mal an und dann nehmen wir so ins Kreuzfeuer. Was hältst du denn davon? Jetzt habe ich keine Sicht auf kein Ziel, ne? Ja. Keine Sorge, die bewegen sich gleich. Wenn ich den ersten Schuss abgebe, wenn du mir erlaubst. Denn kommen die aus ihren Löchern. Passt auf, dass sie sich nicht anschleichen. Verdammt, Leute. Haltet die Augen auf. Also sehr schön, wenn das heute noch was wird. Ja, Papa. Jetzt kommen sie bestimmt. Nee, komme ich nicht ran, okay. Vielleicht könnte man ja unter Umständen mal noch mal eine Granate werfen hier. Weitere Feinde entdeckt. Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Nachladen. Warnung. Weitere Feinde entdeckt. Ich habe hier eine orange. Pink. Da ist ein lilane. Ja. Der ist dann doch ein bisschen heftiger, wa? Ja, die schmeißen auch mit Granaten. Hat das sich gerade selbst erledigt? Oh, ich habe keine Munition mehr. Denn wechsle immer mal die andere Waffe zu einer anderen Waffe. Achtung, da kommt einer auf dich zu. Wo denn? Der ist gleich um die Ecke. Ja, da, jetzt kommt er vor. Steh, schieße. Ja, ist okay. Krieg ihn nicht mehr. Ich schon. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobys. Also ich habe hier noch Loot. Ja, ich muss auch noch unbedingt Munition einsammeln hier. Das ist heftig. Wenn wir nochmal wechseln, dann lädt er nochmal automatisch nach. Das ist der Vorteil hier von dem Spiel. Das zieht ja schon richtig ab hier. Also hier vorne vor der Tür war gerade eine Kiste für Versorgung, ne? Echt? Ja, hier vorne war. Tatsache, hier irgendwo ist eine. Irgendwo war hier eine, glaube ich hier. Ah ja, hier. Da vorne, hier. Wo? Ja, alles klar, jetzt bin ich auf jeden Fall glücklich. Sehr schön, sag ich doch.
Hat die andere Waffe schon genug? Oh, jetzt kommen die Leute wieder. Hat sich alles zurückgesetzt. Hahaha. Ich hätte es dir jetzt geglaubt. Wenn ich nicht so dumm gelacht hätte, ne? Du Früchtchen. Kuschtern. Hier ist nochmal was. Okay, Müsli-Riegel. Müsli-Riegel! Medical. Die haben aber schon Aufwand hier betrieben mit dieser Anlage hier, wa? Die Entwickler. Ja, sie eben, wie gesagt, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, ne? Das ist schon so. Oh, guck mal, die Bildschirme funktionieren ja noch. Jetzt nicht mehr. Der gefällt mir auch. Nochmal was. Achso, da ist nur Schrotmunition, alles klar. Das ist schon heftig. Das ist total geil, eigentlich. So. Okay, der geht. Ich warte mal auf den lieben Orbi. Ja. Da kommt er, dann können wir weitergehen. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Komm mal hoch. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Okay. Alles klar, machen wir doch. Oh, jetzt sind wir hier oben. Ich habe hier noch eine Kiste oder etwas. Wahnsinn, ey. Noch ein Rucksack. Oh, falsche Taste. Hier liegt noch ein bisschen was. Aha. Oh, da. Cool. Ach, da liegen sogar noch die Leichen, die wir gerade erschossen haben. Das ist ja hübsch gemacht. Ja, das haben wir ganz gut hingekommen. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Okay, hier ist der Kontaminationsbereich. Ich würde mich aber trotzdem noch mal ganz kurz hier umsehen. Was? Und nix. Alles klar. Haltest du dich bereit? Ja. Da hinten sind welche. Oh ja, ich sehe ihn. Du siehst gleich mehrere. Ja. Drei Ziele. Vier. Das ist leichte Beute. Sieh's mal positiv. Ich nehme nur, was mir zusteht, klar? Schießen? Ja, aber pass auf die Geiseln auf. Drei, zwei, eins. Hier kommst du nicht weit, meine Freunde. Guck mal, da ist jetzt keine Geisel. War ich das gerade? Echt jetzt? Das ist aber nicht nett. Aber in die Fresse schießen. Einer ich weiß, aber macht man nicht. Ja. Die dürfen nur die Mitglieder der Division, weil wir sind autorisiert. Vom Präsidenten geschützt, genau. Wir sind autorisiert, genau. Wir sind autorisiert, den Leuten in die Fresse zu schießen. Alles klar. Und nur in die Fresse. Nur in die Fresse. Aber ab und zu mal die Reichsteine, aber sonst? Ja, nee, das ist ja schon wieder zu unhöflich. Dafür sind nicht mal wir autorisiert. Ah, okay, ja. Da ist Klingt Shih Tzu, die kannst du mal übernehmen. Ich will Loot. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Na toll. Ja. Hilfe! Bobby! Loot, geiler Sack. Entschuldigung! Warte, ich hab gleich alle. Okay, hab alle. Hier hinten kommt noch einer. Oh, da kommt einer mit dem Baseballschläger. Okay, den hab ich. Da schon wieder. Und noch einer. Hast du's? Noch nicht.
Da ist noch einer, ne? Pass auf. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Also wir müssen aufs Dach. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Ja, Ma'am. So, Obi, an der Leiter bin ich jetzt. Und du? Ich bin gleich bei dir. Alles klar. Oh, hier ist noch eine Kiste? Nee, das ist keine wichtige Kiste. Alter, ihr, das ist nicht euer Ernst, ey. Oh. Warst du eigentlich im Madison Square Garden auch? Ich war mal dran, aber nicht drin. Okay. Weil es macht so eigentlich nur Sinn, wenn du reingehst, wenn du zum Beispiel ein Spiel angucken gehst, dann macht das sehr viel Sinn, ne? Aber wir hatten keine Karten für ein Spiel, also nehmen wir. Ah, jetzt für Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Okay. Na denn? Ich schleiche mir nochmal in Position. Und dann legen wir auch los. Okay. Hutch ist die schwierige Person, ne? Der da hinten mit dem Raketenwerfer. Sauber. Okay, ich versuche Hutch mit der schweren Maschine. Hast du das hier sehen? Wir müssen erstmal die kleinen Mistviecher hier loswerden hier. Oh, Obi, sag mal. Ja. Das war ja Pralle. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Er kommt näher. Ah, nee, keine gute Idee. Nee, da hat ein richtig dickes MG, mein Freund. Ach, wie nett. Ich krieg ein Follow, obwohl ich nicht stream. Erst jetzt? Ich hab die Donation Sound habe ich noch an. Und jetzt kam gerade bei mir den Donation Sound, dass ich ein Abo gekriegt, ein Follow gekriegt habe auf Twitch. Okay, der Typ kommt mir langsam ein bisschen nah. Okay, er muss irgendwann Stufe 6. Der Moment, wo wir die Granaten nach hinten werfen, ne? Jetzt. Meiner hat gesessen. Und der kommt nicht. Irgendwie nicht ran. Nee, bin nicht hinten rangekommen wirklich. Ich schleich mir mal ran, damit wir ihn flankieren können. Hier bin ich. Lass ihn das Magazin leer schießen. So, er zieht dann hier um mich. Eben, aber. Kann ich ihn noch ein bisschen ärgern? Ja, dann mach mal. Okay, lädt. Ist der innen tot? Tot? Ja, gut. Jetzt schießt er auf mich. Ja, und jetzt schießt er auch auf mich. Ja. Wir flankieren mal. Ja, wir müssen ihn von zwei Seiten kriegen. Ja. Hast du ihn? Noch nicht. Ich arbeite dran. Ach, guck dir die feige Sau an, ne? Wieso der? Ja, der kämpft jetzt gegen zwei. Warte, ich hab ihn gleich. Der hat gesessen. So, jetzt kriegst du dein Fett weg, mein Freund. Sauber Arbeit. Bam! Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Sehr schön. Das war ein guter Anfang, Agent.
Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Na, eigentlich bin ich und Obi ein gutes Team, aber... Ich hab ne Magnum! Du auch jetzt? Ja, die habe ich gekriegt. Fein, fein. Und eine M4, Polizei. P416 Militärversion. Was habe ich da gekriegt? Gleich mal gucken. Ich habe ein neues Reflexvisier gekriegt. Und das gehe ich mir jetzt mal angucken. Ziel, Präzision, Präzision, Ziel 39. Okay, jetzt habe ich zwei von denen. Alles klar. Den kann ich leben. Mal sehen, die P416. Inventar, habe ich noch was gekriegt? Ja, einen Rucksack habe ich noch gekriegt. Anlegen. Okay, ich habe so eine P416 halt, die kriegt jetzt. Versucht diese schnell. Ach so. Anlegen. So, jetzt habe ich Schnellmagazin montiert. Hatte ich vorhin gar nicht drauf. Alles klar. So, ich habe jetzt mehr Power auf meine Waffe jetzt. Sehr schön. Ich glaube, ich habe nämlich jetzt die Militärversion der P416. Was auch immer das sein soll jetzt. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Loot. Den schnappen wir uns noch. Okay, ich habe eine bessere doppelläufige Schrotflinte. Die werden wir natürlich jetzt auch gleich mal ansetzen. Noch ein paar Kleider. So, und die kann ich nur anmalen, okay. So, was sagt denn dein Aufnahmestatus? Mein Aufnahmestatus sagt 21:52 und damit hat Obi wieder aufgepasst, dass ich halt nicht zu lange mache und wir wollen damit dann wieder die Folge beenden. Oder nicht? Ja, bin ich auch der Meinung. Alles klar, denn Obi hat Spaß gemacht. Hat wieder Spaß gemacht. War schöne Ballerei wieder. Gut, dann genau. Lasst euch gut tun. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Euer Erwin sagt tschüss. Tschüss.